Tag 13. Heute machen wir uns auf und fahren wieder Richtung Heimat zurück, aber auf einem anderen Weg, damit wir noch mal was Neues zu sehen bekommen. Und zwar geht es heute in Murdoch los und wir fahren über Land, über Landstraße, durch Nebraska, durchs platte Land, entlang am Cowboy Trail, einer alten Eisenbahnstrecke, die zum Radweg umgebaut wurde, bis nach Omaha. Und da machen wir dann die nächste Rast und von da geht's dann weiter. Viel Spaß bei der Tour durch Nebraska. So, schönen guten Morgen. Heute ist der 31.07. Wir haben 11.48 Uhr New Yorker Zeit, also 10.48 Uhr hier. Und das war ein sehr nettes Motel hier. Das Frühstück war allererste Sahne. Lecker Sausage, lecker Käse, lecker alles. Ach, das war einfach wunderbar. Wir hatten gestern einen tollen Tag in den Bergen. Und jetzt gucken wir uns noch einmal kurz das Dörfchen Modo an, bevor wir... Wir wollen heute versuchen, ohne Autobahn zum nächsten Ziel zu kommen. Der Tank ist, den füllen wir gleich schon mal nach. Wir fahren jetzt hier quasi im 45-Grad-Winkel runter in Richtung Bellevue, wenn einer auf der Landkarte nachgucken will. Das ist die 83 runter, dann in Valentine biegen wir auf die 20 ab und von da über Norfolk, glaube ich, heißt das Nest, nach Bellevue. Irgendwer ist nicht angeschnallt. Ja, ich. Und mal sehen, was wir dann unterwegs so sehen. Und on a side note, wir haben mit dieser Hotelübernachtung hier, diese zwei Nächte, eine hatten wir uns jetzt schon quasi für umsonst rausgearbeitet. Weil wir so fleißige, treue Kunden bei der Best Western Kette sind, hatten wir einen Gutschein für eine Nacht, den wir jetzt prompt eingelöst haben. $100 gespart. Naja, das Geld ist gestern ja schon draufgegangen in den Bergen. Ja, aber das war ja normales Urlaubsbudget. Ja, aber das war ja gestern. Gestern war es schon eine Menge, fand ich. Das war alles für den guten Zweck. So, lassen die Kamera einfach mal laufen, falls uns ein interessanter Eingeborener vor die Linse springt. Hier gibt es auch irgendwo, müsste es noch einen alten Bahnhof geben. Den würde ich natürlich gerne mal knipsen. Das ist hier hinten im Hinterland gar nicht so schräg, wie man vorne erwarten würde, ne? So, die Einfahrt in den Ort ist echt schräg, aber hier geht eigentlich. Das ist schon relativ normal. Da vorne stehen halt die vielen schönen alten Autos rum, ne? Ja. Da geht wohl mal nicht weiter. Da hinten, das sieht nach Bahndamm aus auf jeden Fall. Für alle, die es noch nicht wissen, Lise, ihr bester Freund heißt Jefferson. Ja, und der Lieblingspräsident der Vereinigten Staaten auch war der. Auch Jefferson. So, das ist alles schwer zugewachsen am Bahndamm. Ist denn hier nichts, was irgendwie nach Bahnhof riecht? Ich riech nichts. Aber wenn, wahrscheinlich eher in dieser Richtung, ja, dann oder? Gucken wir doch mal. Weil hier sieht er eher so noch nichts mehr aus. Also, ein Bahnübergang muss es ja auch noch irgendwo geben. Auf der anderen Seite sind ja noch Häuser. Fahrt über Land soll laut Google Maps Planung 6,5 Stunden dauern. Ist natürlich, also über Autobahn wäre es ein Umweg gewesen und es hätte auch ungefähr so lange gedauert. Da sind auch ein paar Baustellen unterwegs noch. Die sparen wir uns jetzt natürlich. Oh, guck mal, hier, mach mal. Was denn? Sieht doch cool aus. Das ist eine Tankstelle. Schönes Bildchen. Und vor allen Dingen immer zwei. Ja, das habe ich wieder so eingestellt. Weil die Chance ist dann besser, dass da eins dabei ist. Gerade wenn wir so mal unterwegs sind. Bisher sah ja unser Auto noch nicht so richtig schön von draußen aus, aber ich glaube, wenn wir jetzt durch Murdoch durch sind, dann haben wir ein schönes, staubiges Roadtrip-Auto. Auch geil hier. Und da ist auch hier die Ambulance. Wir hätten also auch auf der Straße tot umfallen können. Man hätte uns retten können hier. Da kommt wieder, sieht ein bisschen mehr Bahn. Murdoch McKenzie. Aber hier sieht man schon mal eine Schiene. Na, da liegt aber alles drauf. Hier fährt bestimmt nichts mehr. Murdoch, ja, das scheint der Bahnhof zu sein. Aber, lass mich mal eben aussteigen. Ja,
Mal eben die Idylle hier. Die Idylle hier. Sehr idyllisch. Der Arsch der Welt. Mein Ball schläft. Ich habe einen Hund gefunden. Ein Baby. Ist auch mal ganz interessant, den Kindlein so zuzuhören, oder? Da klettert ein Schwein auf irgendwas. Die Kinder sind wie immer in ihrer kleinen Minecraft-Welt. Burn down a lot and lots and lots of trees or find a nice on a train. Also da ist schon lange nichts mehr gefahren. Teilweise im Bundesstaat Nummer 9 angekommen, unsere Reise in Nebraska. Und jetzt haben wir was ganz was Tolles vor. Hier ist nämlich die genaue Markierung, da steht der Grenzstein, der die beiden Staaten trennt. Und jetzt im Moment sieht es halt so aus, dass ich mit der Elisabeth noch in South Dakota bin und Peggy und Mattes sind schon in Nebraska. Nebraska, South Dakota. 47M steht auf dem Grenzstein. Brauchen wir mal noch ein Foto von. So, und jetzt fahren wir mal ganz rüber nach Nebraska, oder? Das ist diesmal ein bisschen einfacher als damals, 89, mit über der Grenze, wa? Mhm. Kein Kontrollposten, gar nichts, gar nichts. So, jetzt fahren wir übrigens nach Valentine und Valentine. Da drüben gleich am Straßenrand ist schon das Schild 9 Meilen. Und es sieht so aus, als wäre es wirklich so kitschig, wie es klingt. Valentine im Wellenbad. Ich bin sehr gespannt. Läuft es immer noch? Das läuft noch, ja. So. Ja. So.
Durst hat unseren Fahrer jetzt dazu gezwungen, kurz anzuhalten. Wir haben hier auf dem platten Land, wo sind wir jetzt? Bassett. In Bassett, Nebraska. Stand ein kleines Billboard am Highway über ein Café. Und da sind wir jetzt und wollen mal gucken, ob die auch Kreditkarten akzeptieren. Ach so. Ja, Prost. So, wir sind gar nicht so weit gekommen, die Kreditkarte zu zücken. Es sind 14:45 und um 2 Uhr steht ja auch da. Guck mal. Machen die Mittagspause bis um 5.30 Uhr. So. An der Tanke gibt es Kaffee und Eis, sagt sie. Aber wir wollten ja eigentlich irgendwo sitzen. Und außerdem muss die Lise ja auch kacken. Vielleicht doch an die Tankstelle ran. Hm. Na, gucken wir mal. Also wird jetzt Papa fahren und Mama wird jetzt beim Beifahrersitz sitzen und mit einem Kissen kuscheln. So, ich habe jetzt 6 Stunden Fahrt hinter mir. Wir haben jetzt ungefähr noch schätzungsweise 1 Stunde vor uns. Aber es ist erstaunlich gut gelaufen hier über die ganzen Landstraßen. Hat richtig gehen Spaß gemacht. Also hier kannst du ja auf den Landstraßen schneller fahren als im ganzen Bundesstaat New York. Von daher war das schon okay. Okay, so, dann starten wir wieder durch. Es sei denn, der Holger möchte noch was sagen. Nee. Jetzt hier in Bellevue, keine Ahnung, ob man das hier wirklich so ausspricht, gerade mal eben in den Aldi reingesprungen. Wir haben jetzt endlich unser Fahrziel erreicht oder so gut wie. Wir sind jetzt, wie gesagt, ich drehe euch mal hier beim Aldi, um uns schon mal mit dem Proviant für morgen zu versorgen. Wir haben es jetzt mittlerweile kurz vor 8. Wir haben jetzt noch 4 Minuten Fahrzeit bis zum Hotel und ganz ehrlich, es reicht. Es war heute doch wesentlich länger als gedacht und die Fahrzeit
nachdem wir den Fahrerwechsel gemacht haben, war dann doch nicht wie angenommen noch eine Stunde, sondern es waren 3. Die Landschaft war wie vorher auch, nämlich absolut nichts sagen, da ist gar nichts passiert. Und ja, Omaha war jetzt gerade auch nicht unbedingt die Offenbarung. Also es sieht alles sehr abgeranzt hier aus. Mal schauen. Wir sind jetzt auf jeden Fall gleich im Hotel und können dann endlich die Füße hochlegen bzw. erst noch was essen gehen und dann ein bisschen ausspannen, bevor es morgen wieder weitergeht. Übrigens übernachten wir heute im ausgezeichneten Hotel der Best Western Kette. Angeblich das beste Best Western Hotel für das Jahr 2014. Wir lassen uns mal überraschen. Bis dann. Tschüss.